So, Gespräch beendet. Und weiter kann es gehen. Mal sehen, wie weit ich noch in diesen Parts komme. Je nachdem, vielleicht komme ich sogar bis zum Angriff auf Dänemark und Norwegen. Könnte sein, der beginnt so ab März 1940. So, dann mal gucken. Oh, Verschlüsselungsdinger ist gut. Jagdpanzer sind gut. Ja, ist vieles gut. Oh, die Franzosen schicken jetzt sogar Jäger zu mir rüber. Fiesen Schweine. Ich glaube, zum Schluss jedes Parts werde ich mal so die Verluste anzeigen, die es so gibt, weil ich jetzt endlich im Krieg bin. Kann ich euch das mal endlich mal zeigen? Das habt ihr ja letztes Mal nicht so direkt sehen können. Deswegen erkläre ich das jetzt mal ein bisschen. Also, Siegespunkte kennt ihr ja alles. Da gibt es ja sehr viele. Da gibt es ja sehr viele Statistiken. Und jetzt unter anderem auch Verlustvergleich kennt ihr ja jetzt mittlerweile. So, das sind die Verluste, die wir hingenommen haben. Bisher knapp 35.000 Mann. 208 Jagdflugzeuge, 251 Bomber, 96 Panzer? Holy shit. Zwei gute bisher. Die Briten. 27.000 Mann. Wow. Allein 607 Bomber haben wir schon bei dem abgeschossen. Drei Kampfschiffe, ein Begleitschiff und 65 Konvois. Wow, wow, wow. Gut, der Franzose wird auch bald nach oben gehen. Von Polen haben wir ja recht viel vernichtet. Seht ihr ja. Allerdings keine Panzer. Hat er wohl keine gehabt. Okay, dann seht ihr auch, was noch so abgeht. Die südafrikanische Bomber! Holy shit, der Südafrikaner schickt Truppen zu uns. Italiener 10.000 Mann, oh, so viele. Jo, der Japaner, ey, voll viele Truppen geopfert gegen China. Jo, China. Okay, China ja dreifach, okay. Dann ist es ja im akzeptablen Bereich. Und ich bemerke gerade, ich habe gar nicht meinen Countdown gestartet. Okay, sagen wir einfach mal 3 Minuten. 3 Minuten müsste ich eigentlich schon haben. Also. Hä, warte mal. Moment, ich darf jetzt nicht durcheinander kommen. 3 Minuten 12, das heißt 11 plus x, okay. Und hier ist gerade was runtergefallen. So. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Irgendwas Wichtiges zu sagen? Das ist ja die Frage, was gibt's noch zu sagen? Ja. Ich nähere mich halt so langsam aber sicher den. Ah, die Russen haben den Finnen den Krieg erklärt. Der finnische Winterkrieg beginnt. Und ich habe 3 U-Boote verloren. Scheiße. Egal, ich bekomme bald ein paar neue. So, der finnische Winterkrieg beginnt. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Der Russe macht Randale in Finnland. Da gibt es halt nichts zu sagen. Historisch gesehen, die Russen haben den Finnen einfach angegriffen. Weil der Finne nicht akzeptiert hat, Gebiet freiwillig an die Russen abzutreten. Und dann hat sich der Russe. Ja, das ist so eine Sache. Der Russe kam gegen den Finnen fast gar nicht an. Den gesamten Winter über. Der Finne hat sich mit Mühe und Not verteidigt und das richtig gut. Also der Russe hat enorme Verluste genommen. Ich glaube, eine gesamte Million Mann hat er da verloren insgesamt. Und jetzt ist die Frage. Es kann natürlich sein, dass der Russe das absichtlich gemacht hat. Weil man deswegen danach annahm, dass die russische Armee drittklassig war und das unter anderem auch ein Grund war, warum dann die Deutschen gesagt haben, den Russen schlagen wir ohne Probleme. Kann sein, dass sie es extra gemacht haben. Also ich halte es nicht für unmöglich. So, gerade ist ein Witz passiert, der Schwede hat den Russen den Krieg erklärt. Normalerweise schickt der Schwede den Finnen Waffenhilfe. Ist aber auch möglich, dass der Schwede den Russen den Krieg erklären kann. Hat er gerade gemacht. Finde ich lustig. Aber egal, trotzdem, die Events sind zum Glück so aufgebaut, dass wenn der Winterkrieg vorbei ist, dass dann auch Russland mit Schweden wieder Frieden schließt. Das ist okay. So. Wir haben recht viele Konvois vernichtet bisher, allerdings immer noch nicht über 100. In Spanien sage ich nichts mehr. Da lohnt sich auch nichts mehr, irgendwas so zu sagen, weil da einfach nichts passiert. Also, was gibt's noch zu sagen? Ja, warte mal, Moment, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ich nähere mich also langsam den 300-Abonnenten-Bereich. Sehr, Dankeschön, Leute, für die ganzen Abos.
Und wie ihr wisst halt, wie gesagt, ich werde euch dann, jetzt weiß ich's, vier Spiele auf den GBA, sprich den Game Boy Advance, vorstellen. Oder was heißt, wohl doch vorstellen, ja, vorstellen ist eine gute Sache. Obwohl, Moment mal, vorstellen. Nee, Quatsch, ich stelle sie euch nicht vor, ich sag's euch einfach nur. Vier Spiele auf jeden Fall. Und dann dürft ihr 2 Wochen lang abstimmen, welche Spiele ihr gerne haben wollt. Oder sehen möchtet, sagen wir so. Und das werde ich dann halt LPen danach. So. Ja, ich habe mir auf jeden Fall schon vier Spiele jetzt ausgesucht. Eines, wo ich mir aber noch nicht so sicher bin, ob ich mir wirklich zutrauen kann, das zu spielen, weil das ein bisschen nervig ist. Ich werde sie auf jeden Fall so ein bisschen anspielen. Eines davon habe ich schon zur Hälfte durch. Habe ich später, werde ich aber auch nicht weiterspielen jetzt. Ansonsten kenne ich die Spiele nicht. Also ich will, dass es ein Blind-LP wird. Auch wenn eines dann Semi-Blind, also halbes Blind-LP dann wird. Aber das ist ja egal. Vor allem, ich will jetzt endlich mal mein erstes Blind-LP dann sozusagen anfangen. Und oh, das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Wir haben einen leichten Kreuzer versenkt. Die Ajax, super. Und 2 Zerstörer, oder? 3? Ne, 2. Okay, das ist gut. Und keine Verluste, das ist noch besser. Sehr, sehr guten. Wir fügen den Briten langsam aber sicher mit unseren U-Booten richtig gute Verluste hinzu. Und der Ungarn will mit uns handeln. Er will immer mit uns handeln. Handeln, handeln, handeln. Handeln. Wann kriegen wir unsere Panzer? Fast schon zu spät. Passt aber noch. Okay. U-Boote bekommen wir auch gleich neue. Das ist gut. Und super schweres Schlachtschiff. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Deswegen, ich habe ja bei Blitzkrieg 2 schon erwähnt, dass ich dieses LP rein theoretisch schneller fertig habe. Weil, ja, weil, Weil ich werde halt Norwegen, Dänemark platt machen. Die Benelux-Länder und Frankreich. Werde dann schauen, ob ich die Großbritannien schnell platt bekomme. Wenn ja, dann ist es gut, dann nehme ich es mit. Wenn nicht, dann lasse ich es erstmal auf die Wartestation. Dann mache ich den Balkan unsicher. Guck ein bisschen in Afrika, was abgeht. Und dann kommt der Russlandfeldzug. So, dann werde ich den Russlandfeldzug machen. Wenn ich gewonnen habe, sprich, wenn Stalin um Frieden bittet, das Event gibt's ja. Dann sehe ich den Feldzug als gewonnen. Dann werde ich vielleicht nochmal versuchen, die Briten zu besiegen. Wenn es mir gelingt, ist es ja gut. Dann kann man ja alles als Erfolg sehen. Wenn es mir nicht gelingt, dann sage ich halt ganz einfach, gut, die Briten habe ich nicht kaputt bekommen. Aber ansonsten habe ich jede andere Macht in Europa vernichtet und werde das LP dann beenden. Und rein theoretisch wird das nicht mehr sehr lange dauern. Also 15 Parts bis 20 oder sagen wir 20 plus X, je nachdem wie lange ich den Russland brauche, werde ich schon etwa brauchen. Für Blitzkrieg 2 etwa noch 40. Also das ist schon ein Unterschied. Das habe ich mir selber immer so ausgerechnet. Mache ich mal, sehr gerne. Wir haben Weihnachten, Leute. Freut euch. Heiligabend. Yay. Was ich ein bisschen dumm finde, die Kieler Marinebasis ist in der Nordsee. Die müsste ja eigentlich auch in der Ostsee sein. Finde ich so ein bisschen dumm. Da fragt man sich, wie gebildet die Paradox-Entwickler eigentlich sind. Ja, ist da. Obwohl, das Spiel ist ja nicht von Paradox entwickelt worden. Aber gut, die Macher von Arson of Democracy haben ja an der Karte nichts rumgefeilt. So, mehr hiervon, das ist gut. Und schwupps. So, mehr Jagdflugzeuge heißt mehr Jagdflugzeuge. Ach, Schmiede-U-Boot verloren, Mann. Stuka. Stuka ist auch mal langsam hochziehen. Die werde ich gegen Russland vor allem sehr gut brauchen. Weil die russischen Armeen halt gerne gefistet werden von den Stukas. Ungefähr so kann man es schreiben. Abgesehen davon habe ich eine sehr gemeine Hilfe. Ich habe ja quasi dieses Einheiten. Ach, wie hieß es nochmal? Sprite, genau. Einheiten Sprite der Russen halb fertig. Sprich, ich weiß ungefähr, was die für Panzer haben. Voll fies. So, wir gehen mal nach Berufsheer.
Muss ich ansonsten irgendwas ändern? Ich wollte eigentlich noch den ethnischen Fokus, glaube ich, ändern. Nee, lassen wir den einfach mal. Der gibt mir die Herstellung der Organisation plus 5%, das ist okay. So, wie sieht es in Finnland aus? Keine Änderung der Front, genau das habe ich mir auch vorgestellt. Aber rein theoretisch, der Finne gewinnt nie. Ein Kollege von mir hat mal ein Event gemacht, wo der Finne den Winterkrieg auch gewinnen kann. Er würde dann nur Murmansk besetzen müssen, das hier. Und ich glaube, dass dann entweder die Grenzen so bleiben, wie sie sind, oder der Finne sogar die ganzen Gebiete hier bekommt. Aber ich glaube eher, dass die ganzen Gebiete so bleiben, weil das macht für mich am meisten Sinn. Weil warum sollte der Russe freiwillig Gebiet abgeben? Macht er eh nicht. Ah, gut. So. Stressiger Tag heute. Erst die Parts hochgeladen, jetzt noch Parts machen. Dann auch noch was für die Fahrschule lernen. Ja, stressig alles. Living is hard. So, mal sehen. Meine U-Boote sind ja auch bald alle hier zurück. Dann muss ich sie erstmal reparieren lassen, weil die sind alle bestimmt sehr beschädigt. Und ich wollte meine Heeresgruppen umbenennen. Habe ich voll vergessen. Und zwar historisch. Gut, machen wir historisch. So, das hier war die Heeres. Gruppe B. Zack. Dann war hier rein theoretisch die Heeresgruppe A, aber ich werde sie einfach mal. Ich habe kurzzeitig nicht aufgenommen, fällt mir gerade ein. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, ab wann. Also wiederhole ich nochmal einiges, weil ich habe gerade nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall habe ich gerade meine Hauptquartiere umbenannt. In historisch halt. Heeresgruppe B bei Holland und Beneluxlande. Heeresgruppe A bei den Ardennen und die 1. Panzerarmee, die halt bis zum Kanal vorrücken soll. Und Heeresgruppe C hier unten bei der Maginot-Linie. Warum die Deutschen diese umbenannt haben, keine Ahnung. Die haben sich mal gedacht, ey, lass mal lustig sein. Oh, ein Event. Zwischenfall auf der Altmark. Aber ich glaube, das lese ich im nächsten Part vor.